Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine ganz große Kiste voller toller Post, denn unser nächster Teamgeist ist sozusagen schon wieder da. Das nächste Thema beim Teamgeist ist: Gestalte eine Karte mit diesen drei Hauptfarben. Rot, Grün, Blau und nutze noch eine vierte Farbe. Ich freue mich auf ein buntes Farbenspiel Sammelsurium. Ja, und ich habe wieder fleißig Post bekommen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen und sage im Voraus schon mal vielen herzlichen Dank an alle meine Teamies, die mitgemacht haben. Das ist eine Aktion von meinem Team und mir und ich habe fast noch nicht reingeguckt. Also ganz viele Post mache ich jetzt ganz schön zusammen mit euch auf. Das ist sehr schwierig, wenn man so viel Post bekommt und nicht reingucken kann. Okay, die erste Post, die ich jetzt hier habe, ist von der Karin. Okay, wir gucken mal rein. Ich bin total gespannt. Ich habe noch nicht geguckselt. Wir haben einen schönen Umschlag und eine ganz tolle Karte. Wow, die sieht richtig schön aus. Richtig, richtig dick ist die jetzt. Also die sieht richtig toll aus mit diesen ganzen Dimensionen, die hier entstanden sind. Und die ist richtig schön bunt. Also wir haben hier alle Farben vertreten. Rot, Grün, Gelb, Blau natürlich. Und ich finde, die sieht ganz toll aus. Und das Besondere an der Karte finde ich auch, dass sie sehr viele Muster hat. Und dass es trotzdem unglaublich gut harmoniert, oder? Das ist toll. Also ich finde, das sieht richtig schön aus. Und es ist auch eine coole Falttechnik, die hier im Vordergrund ist. Also es ist eine musterige Karte, hat noch eine Besonderheit mit dieser Falztechnik, hat viele Farben und sieht unglaublich stimmig und total wunderschön aus. Die Karte finde ich echt ganz toll. Das ist eine Geburtstagskarte, schönen Geburtstag und ich würde sagen, das ist wow, das sind so viele Farben, die so toll kombiniert sind und das ist eine ganz coole Karte. Karin, ich finde die total schön. Vielen herzlichen Dank. Und hier ist noch eine Materialliste von der Karin und gesehen hat sie es bei Silvies Stempelbühne. Cool. Also echt eine coole Kartenform, eine coole Kartenart mit dieser Falzung hier vorne. Das finde ich total schick und mit den bunten Farben wunderschön und überhaupt nicht zu viel oder überladen oder sonst was. Total toll. Dankeschön, Karin, für diese wunderschöne Karte. Die nächste Post ist von der lieben Franny und auch da habe ich noch nicht reingeguckt und bin schon total gespannt. Voll schön. Wow, auch eine wunderschöne Karte, von Herzen alles Gute, total schön, die könnt ihr auch super als Valentinskarte basteln, ich finde den Sketch da drauf total toll, also wenn man mal guckt, hier sind die Papiere ein bisschen schief aufgeklebt, das Weiße, hoffentlich könnt ihr das gut erkennen, das ist in diese Richtung ein bisschen aufgeklebt und das geprägt und hier vorne noch embossed. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Diese kleinen Herzchen im Hintergrund sind gestempelt. Und hier innen auch nochmal wunderschön. Ich finde, das ist eine ganz edle Karte, ein super schöner Kartensketch. Den könnt ihr euch für alle Kartenideen übernehmen und auch verändern zum Beispiel. Gefällt mir richtig gut. Tolle, tolle Karte. Und die Franny ist jemand, die sehr gerne sehr schlicht bastelt. Und ich glaube, die Aufgabe... Boah, habe ich schmutzige Finger. Was ist denn da los? Ich habe gerade gestempelt. Entschuldigung, aber die Aufgabe war bestimmt nicht einfach für die Franny. Und hier hat sie auch gleich ganz schön bunte Sachen gemacht. Und bunte Sachen eignen sich natürlich super für Babykarten. Und das ist auch eine ganz tolle Karte. Voll süß gemacht, selber gestempelt. Viel im Hintergrund in Blau, Grün und Rot. Und dann hier unten noch so ein bisschen was ausgestanzt. Schön, dass du da bist. Mit den Schüchen, das finde ich total süß. Hier oben noch Wölkchen hingemacht. Auch eine richtig, richtig schöne Karte. Ganz toll. Und oh, ist die süß, die kleine Mietz. Die muss natürlich mit, die ist ja echt putzig. Mit Herzchen. Also total schöne Karte. Gefällt mir super, super gut. Und ist auf jeden Fall bunt. Und trotzdem total schlicht und edel und Franny-Style. Einfach wunderschön. Dankeschön, Franny, für diese wunderschönen Ideen. Und natürlich auch vom Farbkonzept total perfekt. Also und natürlich auch von der Anforderung dieser Aufgabe perfekt umgesetzt. Wir haben Grün, Rot und Blau. Alles beides super verarbeitet hier in diesen zwei wunderschönen Karten. Dankeschön, liebe Franny. Die nächste Post ist wieder ein ganzer Stapel und die habe ich bekommen von der lieben Heike. Ich gucke gerade mal, aber das Logo finden wir bestimmt gleich. Ich hab auch was bekommen, das ist so schön. Ich schicke dir eine Umarmung aus Papier mit diesen wunderschönen Vögelchen. Oh, total schöne Karte. Dankeschön, liebe Heike, die Karte ist total schön.
Einfach und schön hat sie geschrieben. Ich finde, die sieht ganz toll aus. Und vor allem, wir brauchen einfache Karten. Ich brauche viele einfache Karten. Jetzt ist die Heike, findet ihr unter Stempelloft. Und Dankeschön. Die Karte ist zum Weltkartenbasteltag. Wie gesagt, ich wollte die Karten auch schon früher aufnehmen, aber manchmal muss man noch ein bisschen warten, weil noch Nachzügler kommen. Und jetzt habe ich es auch nicht geschafft, die früher aufzunehmen. Also jetzt ist schon allerhöchste Eisenbahn, dass ich hier mal aufmache. Also die Post liegt schon eine Weile bei mir. So, das ist eine coole Karte. Wow, das sieht auch cool aus, oder? Also hier eine bunte Mischung aus Rot, Grün und Blau Tönen. Und ich finde, das wäre eine perfekte Karte für einen Mann auch. Also eine richtig coole Männerkarte. Und irgendwie ist die sehr, sehr krass so von der Wirkung. Also die ist, das ist jetzt nicht unbedingt eine total schwierige Karte oder so, aber die wirkt total schön. Die hat eine ganz tolle Wirkung. Und dann noch mit dem Kuvert. Cool. Finde ich mega cool. Finde ich eine super gute Idee. Könnte ich mir, wenn ich das jetzt so sehe, auch super vorstellen als so eine Art Regenbogenkarte mit Regenbogenfarbe vielleicht für Babys, für Kinder. Und finde ich perfekt für eine Männerkarte, weil da braucht man oft solche Karten, die den Fokus auf eine bestimmte Stelle richten und die gar nicht so viel Schnickschnack und so haben. Also das finde ich eine mega gute Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Die gefällt mir richtig gut. Finde es auch cool, dass man es innen nochmal mit Farbe hinterlegt hat. Hier kann man auch ganz toll Papierstreifen verarbeiten. Also richtig cool. Und was ich auch total schön finde, ist, dass dieses Etikett hier vorne, das ist ja diese Umrandung und das Etikett an sich wird ja getrennt voneinander ausgestanzt. Und dass sie das in zwei Farben schön wieder zusammengesetzt hat, das finde ich, macht sich auch richtig gut. Coole, coole Karte. Wir haben hier auch noch ein Materialzettelchen. Das Set heißt Liebe über alles, wo ihr diese Stanzformen habt. Und Stempelset hatte, den Spruch ist auch aus dem Stempelset anscheinend. Cool. Oh, jetzt kommt eine Häuschenkarte. Ein Häuschen-Kuvert und eine Häuschenkarte. Und die sind ja süß. Also das ist so voll die Urlaubskarte, oder? Findet ihr auch? Also vielleicht an Schweden angehaucht oder Norwegen. Also eine total schöne, inspirierende Karte, die einen gleich ein bisschen auf Urlaub schickt mit so bunten Häuschen. Ich glaube, gerade in Norwegen gibt es da natürlich viele, in Schweden auch. Und das finde ich auch cool. Grüße mit Herz. Das ist eine richtige Urlaubskarte für mich. Vielleicht für die Heike auch. Hier sind die Häuschenfarben, die Materialien. Und ja. Das ist eine coole Karte und auch die Farben natürlich perfekt umgesetzt. Mal mit einem blauen Dach, mal mit einem grünen und mit einem roten. Voll witzige Idee. Also echt cool. Gefällt mir richtig gut. Finde ich auch eine schöne Idee, wenn jemand einzieht, zum Beispiel zum Einzug, so eine Karte schenken. Einfach toll. Oder wie gesagt, da kommt sofort Urlaubsfeeling auf bei dieser Karte. Cool und vielen, vielen Dank, liebe Heike. Voll schön. Wow, und die nächste Karte, die sieht auch toll aus. Auch wieder cooles Kuvert, passt super dazu. Und die sieht richtig schwierig aus, finde ich. Wie schneidet man da was zu und wie und was und wo? Nur für dich. Tolle Karte. Ich finde, die Farbkombination ist schon irgendwie krass, oder? Die ist sehr ausdrucksstark, finde ich. Das ist eine coole Idee, das so zu gestalten. Und ich finde, das sieht sehr schwierig aus, dass man das alles so richtig da außen rumschneidet, dass es dann passt und so eine schöne Rahmenkarte ergibt. Finde ich eine super coole Idee. Und hat eine ganz, ganz tolle Wirkung. Also alle diese drei Karten waren jetzt sehr, sehr stark von der Wirkung. Nur durch die Farben, glaube ich. Also cool. Tolle Idee und wunderschön, was man da für Ideen bekommt und was für Möglichkeiten und wie das da schön geschnitten ist. Könnte jetzt auch, wenn man so ein bisschen drauf schaut, natürlich, vielleicht ist das auch der Hintergrundgedanke, wie ein Drachen sein, der jetzt hier in den Lüften schwebt, oder? So ein Drachen steigen lassen. Also könnte es natürlich auch sein. Also auch voll die coole Idee. Und hier ist noch die Materialliste, dass die Farben hier so schön aufeinander passen. Olivgrün, Grundweiß und Chili mit dem blauen Papier. Cool. Echt cool. Dankeschön, Heike. Die nächste Post ist von der lieben Gabriele. Oh. Oh. Habe ich gerade gesagt, es könnte so sein, dass es ein Drache ist. Also wenn man es vergleicht. Hier haben wir nochmal eine Drachenkarte. Wäre auch eine vielleicht ein bisschen mehr erwachsenere Karte und vielleicht eine mehr kindlichere Karte, aber auch nicht unbedingt. Also ist eine richtig schöne Drachenkarte und passt jetzt perfekt zum Herbst. Total cool. Die Gabriele hat hier die Karte gemacht und ich denke, die kann was. Ja, genau.
Oh, wie cool. Das ist eine coole Idee. Oh. Ah, ich habe die falsch rum gehabt. Also man könnte sie aber auch so sehen, oder? Aber eigentlich gehört sie so rum. Das ist ja schön. Also hier mit Drache vorne drauf. Hier im Hintergrund geprägtes Papier. Wieder alle Farben da. Noch mit Gelb kombiniert. Hier auch nochmal die Blätter geprägt im Hintergrund. Total schön. Und dann klappt man die so nach oben. Und hat hier noch den Platz für die Größe. Boah, ist das eine schöne Karte. Coole Kartenform. Witzig mit diesen kleinen Sternchen hier unten noch. Unten am Drachen. Voll coole Karte. Das ist die Gabriele. Und ja, voll cool. Ich finde die Kartenform ist mega genial. Ich glaube, die muss ich mir merken. Die muss ich auch mal basteln. Die ist echt toll. Man könnte sie noch mit Magnet. Nee, ja, man könnte sie mit Magnet verschließen, muss man aber nicht, weil die hebt sehr gut so. Und ich finde die ist genial. Also so eine coole Idee. Muss man erstmal haben. Wenn ihr noch mehr Grüße da unterbringen wollt, könnt ihr natürlich dann auch hinten drauf schreiben. Aber theoretisch hat man eigentlich auch schon recht viel Platz hier und man könnte auch noch hier oben was reinkleben und dann hätte man noch mehr Platz für Grüße. Voll schöne, farbenfrohe, tolle Karte mit einer super coolen Kartenform. Dankeschön, Gabriele, ich finde die super schön und hier haben wir noch ein ganz tolles Kuvert dazu mit Blätterchen. Toll. Sie hat auch hier den Drachen mit Blätterchen noch bestempelt, also echt wunderschön und ja, tolle, aufwendige Karte. Vielen, vielen Dank. Als nächstes habe ich hier ein ganzes Päckchen bekommen von der lieben Barbara. Das ist so schön verpackt. Wie cool. Tausend Dank. Voll schön gestaltet. Ein kleines Lachgesicht. Oh, voll schön. Vielen, vielen Dank, Barbara. Voll süß gemacht. Ist nicht nötig, aber ist total schön. Freue ich mich drüber. Und dann jetzt hier. Das ist richtig spannend zum Auspacken. Oh, da kommt noch mehr. Schokolade. Das ist bestimmt alles für mich. Oder vielleicht muss ich es auch teilen. Ich denke, ich muss es auch teilen. Aber das ist oh, super lecker. Ich freue mich voll. Ich habe heute Videoaufnahmetag und das ist jetzt mein drittes Video, das ich aufnehme. Und ich habe eigentlich schon Hunger. Ich glaube, ich werde mir jetzt gleich noch so ein Schokobon reinpfeifen. Was ist das Schöne? Das ist eine ganz süße Verpackung mit hier so einem kleinen Schmetterling-Etikett da reingeprägt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht in der Kamera. Jetzt sieht man es, glaube ich. Also voll schön und ganz aufwendig gemacht. Und das kann man hier so rausschieben. Vielleicht kann ich es besser als mein Vorgänger. Ach Gott. Das ist ja cool. Das ist ein Radiergummi. Oh mein Gott, ist das perfekt. Vielen, vielen Dank, Barbara. Ich habe in irgendeinem meiner letzten Videos erzählt, dass ich immer mit meinem Klebemittelradierer radiere, also auch Bleistift, weil mein Radierer immer alles verschmiert. Das hast du anscheinend mitbekommen und gehört und Dankeschön. Mei, ist das cool. Ah, ist das cool. Danke, das ist voll süß und voll lieb, wirklich. Also den kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich habe den immer auf meiner To-Do-Liste, dass ich den mal kaufe, aber vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist total süß und der ist bestimmt besser als mein Vorgänger. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Voll, voll lieb. Oh, bin ganz gerührt. Voll schön, danke schön. Und ich freue mich, dass du beim Teamgeist mitmachst, Barbara. Wir haben ja wieder ein wunderschönes, wow, ein wunderschönes Kuvert. Und die Karte ist ein Traum, ein wirklicher Traum. Die Farbkombination ist ganz toll, finde ich. Wow. Also die Karte finde ich gigantisch schön und die ist auch wieder wahnsinnig aufwendig und total detailreich und schön. Wow, die ist so schön. Uiuiui, schaut's mal. Nimm dir Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Und hier sogar auch noch innen geprägt, der untere Teil, dann da das Ganze noch mit einem Stift umrandet, würde ich sagen. Und dann hier noch so ein kleines Herzchen hingemacht. Die Barbara macht immer wahnsinnig tolle und sehr aufwendige Karten und mit ganz viel Liebe zum Detail. Also ich freue mich immer, wenn ich Post bekomme, weil es immer ganz tolle Karten sind, die also wo man immer selber nicht drauf kommt, finde ich. Da ist immer was dabei, wo man denkt, wow, ja schön, toll. Und ich finde jetzt, also die Farbkombination finde ich echt total cool. Wir sehen jetzt so viele unterschiedliche Farbkombinationen, obwohl wir diese drei Farben als Vorgabe haben. Also total cool, was dann da rauskommt und wie unterschiedlich die Farben auch wirken. Also ich finde diese drei Farben jetzt in allen Karten, wo wir gesehen haben, die wirken sehr stark.
Richtig cool. Also hier haben wir ganz viele Blumen. Zuerst vielleicht den Hintergrund, der ist geprägt mit einer tollen Prägeform, die so viereckige Kästchen macht und die sind dann noch mit verschiedenen Linien durchzogen. Das macht sich richtig gut. Und die hat es so besprenkelt mit so einem schönen Hintergrund in Grüntönen und dann verschiedene Etiketten sozusagen da drauf gemacht und die dann mit dem Blümchen verziert. Hier ist es noch embossed in Grün, das sieht auch total schön aus. Und dann noch diese kleinen Glitzerperlchen überall. Also es sieht so schön aus. Das ist eine ganz tolle Karte. Vielen, vielen herzlichen Dank, Barbara. Voll schön. Die haut einen richtig um. Prägeform heißt verspielte Karo. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für diese tolle Karte. Die nächste Karte. Also ich sehe dir, ich sehe es auch jetzt zum ersten Mal. Ich habe auch noch nicht gespitzelt, aber die sieht auch toll aus. Die geht jetzt mehr so in die lila Töne rein. Voll schön auch. Wow. Das ist auch eine coole Idee. Ich habe lustigerweise gerade ein Video aufgenommen mit dieser Prägeform. Ich kann es euch mal kurz reinhalten. Also mal kurz reingehalten ins Bild. Das ist die gleiche Prägeform. Und wie interessant es aussieht, wenn man das so einen Ausschnitt macht. Oder? Voll die gute Idee. Also dieses Video verlinke ich euch gerne hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr stöbern. Aber das finde ich toll. Das ist eine coole Idee, dass man da so einen Ausschnitt macht und dass man das dann so komplett verändert. Die ganze Karte sieht ganz anders aus. Cool. Richtig schön. Mit diesen tollen Blättern und dieser großen Blüte. Freundschaftsgruß, voll schön, auch wieder embossed. Und auch hier innen drinnen von Herzen. Und da, das sieht auch toll aus mit diesem. Ich würde sagen, das ist embossed, glaube ich, dass sie das dann noch so hier reingebaut hat mit so einer halben oder mit so einem kleinen Streifen Prägeform mit den Punkten von vorne, dass das so abgerundet aussieht durch diese Kreise. Also voll cool. Tolle Karte. Richtig schön. Gefällt mir total gut. Und es ist eine so gute Idee, dass man da so einen Ausschnitt macht. Könnte man auch mal selber drauf kommen, oder? Also vielen Dank für diese schöne Karte. Voll toll. Und hier haben wir die Materialliste dafür. Cool. Das sieht auch wieder sehr spannend aus. Das ist jetzt ein großes Kuvert, das aber ziemlich breit ist. Also ich glaube, da ist eine breite Karte dahinter. Die ist hier mit so einem Klebepunkt verschlossen. Und wir haben wieder das Thema Rot, Grün, Blau. Also ist einmal die Materialliste, mache ich gleich zu Anfang. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Weihnachtskarte. Sieht auch ganz toll aus. Mit den Bäumen und dass es wieder embossed mit so dunklem Blau quasi. Das sieht ganz toll aus. Und auch hier finde ich, wirken die Farben wieder sehr, sehr stark. Toll. Also coole Kombination, echt? Dass da so viele verschiedene Karten rauskommen, das ist einfach toll. Und wenn man die Karte jetzt aufmacht, oh, schön. Da seht ihr noch überall die kleinen Sternchen, die da eingearbeitet sind, oben und unten. Hier überall. Voll schöne Karte. Die Anleitung dazu kann ich euch gerne hier oben einblenden. Was die Barbara aber hier noch verändert hat und was ich unglaublich schön finde, ist hier zum Beispiel dieser Rand. Seht ihr das? Der ist so abgerundet. Also mit der Stanze noch diese Ränder gemacht. Das sieht so edel aus. Voll toll. Wunderschön. Also echt eine coole Karte, oder? Also richtig coole Form natürlich durch das, dass das sich so aufploppt. Das gefällt mir ja sowieso gut. Das wisst ihr ja schon. Aber ich finde, das ist auch echt so schön gemacht, hier mit den Bäumen übereinander gelegt. Wieder die drei Farben auch innen kombiniert, so schön. Und wie gesagt, das mit dieser Eckenstanze finde ich genial. Das ist total toll. Und sie hat es auch nicht ganz gemacht. Also sie hat es insgesamt auch ein bisschen schmaler gemacht, dass man hier, wenn man die Karte ganz aufmacht, auch noch so ein bisschen ranzieht. Das ist sehr edel. Sehr tolle Idee. Wunder, wunderschön, Barbara. Alle Karten. Ich bin total begeistert. Toll. Echt wunderschön. Und ich bin total begeistert, wie diese Farben aufeinander wirken. Cool. Und wie unterschiedlich die alle sind. Schön. Dankeschön. Und nochmal vielen Dank für den Razzifummel. Das ist echt toll. Den kann ich wirklich gebrauchen. Dankeschön. So, gestärkt durch einen Schokobon gibt es natürlich jetzt weiter. Die nächste Post ist von der lieben Nadine. Und sie hat geschrieben, dass die Aufgabe sehr schwer war für sie. Und dass sie dann doch Ideen hatte. Nach einer längeren Zeit, aber dann sind es gleich drei geworden. Also Nadine ist auch so ein kreativer Kopf, die immer wieder tolle Ideen da raushaut, wo man im Leben nicht drauf kommt. Und ich bin schon total gespannt, was sich hier verbirgt.
Also, ich glaube, das könnte eine Weihnachtskarte sein. Machen wir mal auf. Ich bin gespannt. Oh, die glitzert. Ui, schaut's mal. Wow. Also, das ist ja die volle Funkel-Glitzer-Mega-Karte. Wunderschön mit dem Rahmen und das. Oh, cool. Sogar diese blaue Schrift glitzert auch noch und im Hintergrund sind noch Glitzersternchen. Ich versuche schön zu wackeln, dass ihr das Funkeln und Glitzern gut sehen könnt. Also, sie hat hier im Hintergrund noch Sternchen mit Glitzer embossed. Oh, wow. Tolle Farben, tolles Glitzer. Gigantischer Effekt, wenn du die Karte vor dich hältst. Also total schön. Auch innen noch ein bisschen glitzerig. Also eine tolle Weihnachtskarte, finde ich. Gesegnete Weihnachten, schöner Spruch. Und die Nadine findet ihr hier bei YouTube auf Hängebauchmaus. Und ich gehe davon aus, dass alle Videos schon auf ihrem Kanal verfügbar sind oder demnächst kommen. Hier ist die Materialliste. Und Video kommt. Sehr gut, sehr cool. Also wirklich toll. Da muss man auch die ganze Zeit so hin und her wackeln, dass man dieses ganze Gefunkel und Geglitzer kriegt. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank, Nadine. Und auch hier wisst ihr, also die Farben wieder komplett wirken wieder ganz anders zusammen. Echt schön. Und ich hätte das nicht gedacht, wenn ich jetzt nur die drei Farben höre, dass das so gut auf eine Weihnachtskarte auch passt, oder? Also total cool. Die nächste Karte, die schaut sehr, sehr spannend aus. Das könnte eine Karte für Jugendliche sein. Oh mein Gott. Okay, Tetris-Karte. Video kommt auch. Das ist alles, was sie benutzt hat. Oh, hoffentlich. Also das ist ja mega cool, oder? Also sowas, das meine ich zum Beispiel. Das kann nur die Nadine. Solche Sachen. Also wir hatten das letztes Mal haben wir von ihr ein Ei bekommen, wo diese Kugeln oben drauf waren, wo man in diese Löcher reinmachen muss, konnte, durfte. Und das war so eine tolle Idee. Und da habe ich mir schon gedacht, wow. Aber das hier, das ist ja nochmal, also mindestens genauso cool. Wie kommt man denn auf so eine Idee, Nadine? Das ist total mega. Eine Tetris-Karte bauen. Also man merkt, glaube ich, auch, dass die Nadine größere Kinder hat. Oder dass sie manchmal selber sowas gerne gespielt hat oder noch spielt. Das ist eine coole Idee. Wow. Also man darf hier selber Tetris bauen in dieser Karte. Genial. Schön bunt, mir fällt nichts mehr ein. Da fehlen einem wieder die Worte. Das ist einfach nur eine klasse, coole, mega, mega, mega gute Idee. Eine Computerspielkarte, eine Tetris-Karte. Mega, oder? Wow, voll cool. Also was da alles für Kartenideen kommen, oder? Mit diesem Thema und voll mega. Ich finde es richtig cool eigentlich, dass es so frei ist dieses Mal, dass man mit Farben spielt, mit Formen spielt vielleicht oder so, aber dass da solche unterschiedlichen Karten kommen. Wir hatten die letzten Teamgeist eigentlich immer Themen, so zum Beispiel, keine Ahnung, Geburtstagskarten, Trauerkarten, besondere Kartenformen, irgendwie sowas. Und jetzt ist es so frei, dieses Thema, dass da solche unterschiedlichen tollen Ideen kommen, dass man echt aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Vielen Dank, Nadine, das ist mega, mega cool. Also schaut unbedingt auf Nadines Kanal vorbei, die hat lauter so verrückte, coole Ideen. Und jetzt kommt vielleicht noch mal eine Weihnachtskarte, mal gucken. Bisschen Bäumchen, herbstlich könnte es auch sein. Oh, es ist eine Weihnachtskarte und die kann auch schon wieder was. Das sieht man schon, dass die was kann. Guck mal. Hier unten. Oh, was ist denn das? Hier unten anziehen und dann kommt da oben. Das ist ja cool. Wow, oder? Das ist ja mega cool. Ich dachte jetzt, die stellt sich halt auf, aber da geht hinten auch nochmal voll das. Geht die voll die Post ab, die Party ab. Das ist ja eine coole Idee. Schöne Feiertage mit Zeit zum Genießen. Dann kommen hier die zwei Lebkuchen und vorne ist der Nikolaus. Und, boah, das verschließt sich auch noch mit Magnet. Boah, das ist ja cool. Was für eine coole Karte, oder? Frohes Weihnachtsfest. Also das finde ich auch eine gigantische Idee. Das ist cool. Das ist eine ganz große Kartenform, weil da braucht man schon ein bisschen Hebelwirkung, glaube ich, dass sich das alles so cool öffnet. Das finde ich toll. Das ist auch eine gigantische Idee. Die Nadine hat beim letzten Mal Teamgeist aus dieser Stanze, aus einer Weihnachtsstanze, auch so eine schöne Blume gemacht. Also,
Das ist klasse. Und das könnte man theoretisch auch im Sommer für eine Blume mit einer Blume machen. Dass sich dann hier wie so ein Blumenstrauß öffnet oder so. Voll schön, Nadine, und dass sich das mit Magnet noch so schön verschließt. Also cool, da kann man gar nicht aufhören. Da muss ich die ganze Zeit rumspielen. Toll. Wirklich super, super schön. Und auch wieder alle drei Farben da. Was will man mehr? Das ist einfach perfekt. Habe ich die Materialliste schon reingehalten? Ich glaube nicht. Bin schon ganz durcheinander von diesen tollen Ideen. Also wirklich cool. Da freue ich mich auch sehr aufs Video. Ich bin echt gespannt. Vielen, vielen Dank, Nadine. So eine tolle Post. Und du kannst wirklich nicht sagen, dass dir nichts eingefallen ist. Das ist ja mega. Und die nächste Post ist von der lieben Petra. Und sie hat mir hier noch eine Karte mitgeschickt. Ich dachte, ich mache dir mal eine Karte. Steht hier. Voll schön, oder? Eine Kaffeekarte oder eine Kava-Karte. Vielleicht Kaffee, weil da Kaffeebohnen liegen, aber voll schön. Und die Petra, das ist unsere Farben-Queen auf jeden Fall. Sie liebt Farben. Sie ist immer total farbig auch angezogen und total der positive Farbenmensch auf jeden Fall. Und da bin ich auch gespannt, was die Petra uns alles schickt. Oh, die erste Karte ist schon hier. Schau mal, wie schön. Ui, ist sie toll. Die sieht schon mal sehr, sehr toll aus. Also, als ich dieses Thema mir überlegt habe, habe ich auch an die Petra gedacht, muss ich sagen. Habe ich gedacht, das ist cool, die Petra macht bestimmt mit, die hat bestimmt tolle Ideen. Also, es ist irgendwie witzig, dass man sich schon so ein bisschen im Team auch weiß, wer so ein bisschen in welche Richtung geht. Voll schön. Also, diese Karte ist total toll. Hier mit schönem Kuvert. Und was ich total schön finde und was ich immer gerne mache, wenn sich Karten auch noch gut anfühlen, die hat hier nämlich den Hintergrund auch noch mit so wie Blubberbläschen geprägt und dann noch die Punkte dazu, das macht sich sehr, sehr gut, das ist total schön. Und das hier vorne, das sieht total toll aus auf Pergamentpapier mit schönem Glitzerband umrandet, mit einem schönen Etikett, das sieht so toll aus. Das ist eine tolle Technik, das sieht richtig schön aus und die Farben finde ich richtig schön. Und ich finde, es ist jetzt wieder die gleichen Farbtöne, aber die Karte ist wieder ganz anders. Also echt toll. Hoppala, ich war nicht ganz im Bild. Echt toll. Auch hier nochmal den Reststreifen in den Hintergrund gebaut. Wunderschön. Sieht ganz frisch aus. Ganz, ganz toll. Und wir haben hier die Materialliste. Alkoholtechnik in Karibikblau, Papageiengrün, Sommersorbet und Orchideenlila. Also tolle Farbgestaltung. Cool, voll schön. Gefällt mir echt total gut. Passt voll zu Petra. Volle Kanne. Voll schön. Vielen, vielen Dank. Die nächste Karte, die ist auch cool. Da haben wir auch wieder ein schönes Kuvert. Und das ist süß, weil ganz viele das mit den Streifen so gemacht haben. Das passt voll gut, oder? Und die sieht auch toll aus. Also auch wieder die gleichen Farbtöne und irgendwie doch ganz anders gestaltet, oder? Witzig ist hier auf jeden Fall auch, dass sie die Bänder noch eingearbeitet hat und dass sie auch den Hintergrund in diesen drei Farben gemacht hat. Seht ihr diesen Hintergrundrahmen? Voll cool. Gute Idee. Also da ist richtig viel los eigentlich auf der Karte mit den Farben, aber da hat sie richtig gespielt. Das sieht echt cool aus. Sie hat hier die Bänder, die Etiketten, die Sprüche dazu gemacht, den Hintergrund gestaltet, geprägt auch den Hintergrund. Das sieht man auch ganz gut. Dann noch Glitzerperlen und Bänder in verschiedenen Farben aufgeklebt. Also das ist toll. Das ist auch eine tolle Idee. Coole Karte. Hallo, nur für dich. Ganz viel Glück. Und innen drin auch schön. Das sieht auch toll aus. Das hat sie selber gemalt wahrscheinlich. Das finde ich ja eine coole Idee mit Herzchen und mit Strichen zu so Rahmen selber machen. Das muss ich mir auch merken. Das finde ich auch cool. So was Ähnliches hatten wir schon mal auf einer Karte. Da fand ich es auch so toll. Und dann nochmal die Stanze hier reingemacht. Coole Idee. Und echt super auch mit dem Rand. Wirklich auch ganz aufwendig. Und bei dieser Karte habe ich das Gefühl, da hat die Petra so richtig sich ausgetobt in den Farben und alles, was sie hatte und gespielt. Und dann ist es so toll entstanden aus dem Ganzen. Vielen, vielen Dank, Petra. Das ist echt total cool. Voll schön. Und das ist die Materialliste dazu. Und immer wenn ich das zu kurz ins Bild halte, könntet ihr auch gerne ein Pausebild machen. Jetzt habe ich noch mal eine ganz große Post von der lieben Andrea, von Andreas Kartenwerkstatt. Und ich habe da auch eine so, so schöne Karte von ihr bekommen. Da kann man ein Teelicht reinstellen, meine ich. Die leuchtet dann. Da ist eine Folie im Hintergrund und durch das, dass diese Umrandungen so schön sind, das ist eine tolle Karte. Die finde ich super, super schön. Gibt es auch ein Video auf ihrem Kanal, Andreas Kartenwerkstatt. Das ist ganz eine tolle Karte. Oh, wie süß. Dankeschön, Andrea, für diese schöne Karte. Die ist total schön.
Okay, die Andrea hat noch ein bisschen Brief dazu geschrieben und sie hat geschrieben, dass ihr der Color Coach total gut geholfen hat bei den Farbkombinationen und dass sie noch viel mehr machen hätte können. Und schaut mal, ich habe ja schon so viel Post von ihr bekommen. Total cool. Ich halte jetzt mal die ganze Materialliste hier rein. Ihr könnt Pause machen, da sind jetzt alle Karten dann drauf. Und wie gesagt, Andreas Kartenwerkstatt bei YouTube und bei Instagram findet ihr die Andrea. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Sie hat geschrieben, sie hat den Fokus auf einfache Karten gelegt. Und das ist total in Ordnung. Also ich liebe einfache Karten. Und ich finde es toll, wenn man da auch mehr Ideen natürlich bekommt. Oh, wie schön. Das ist eine Häuschenkarte. Die ist, glaube ich, schon relativ schnell gemacht, aber wunderschön, oder? Das ist auch irgendwie ein bisschen Urlaubsstimmung, finde ich, wo diese Karte vermittelt. Finde ich total hübsch. Und wir haben alle Farben, dazu noch ein bisschen Gold kombiniert, ganz dezent den Himmel gestaltet. Voll schöne Karte. Mit den Häuschen kann man super spielen. Und jetzt kann man hier sogar das Häuschen noch aufmachen und bekommt den Spruch Grüße mit Herz von Haus zu Haus. Also eine ganz tolle Karte. Schön, das ist richtig cool. Und dazu noch ein schönes Herzkuvert. Voll die süße Post, oder? Ich glaube, wenn die jemand bekommt, da freut man sich auf jeden Fall immer total drüber. Die nächste Karte, die sieht auch richtig klasse aus. Die finde ich auch total cool. Die könnte ich mir auch super vorstellen für Jugendliche zum Beispiel. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das war jetzt der erste Gedanke. Beste Wünsche mit so Sternchen und der Hintergrund noch so ein bisschen verknuddeltes Papier und ein bisschen angesägt, vielleicht sogar verschiedene Kreise übereinander gelegt. Tolle Karte, tolle Kreise. Ich mag die so gern, die sind so schick. Und mit ein paar Sternchen, ich finde, das ist eine coole Karte und die könnte ich mir richtig gut für Teenies vorstellen. Irgendwie. Da braucht man auch immer gute Ideen und das finde ich ist eine coole Idee dafür. Und die Andrea hat weitergespielt mit den Kreisen. Das ist auch eine interessante Farbkombi, das würde ich mich selber nie trauen. Ich habe immer irgendwie rosa und rot kombiniert man nicht, aber ich finde, es sieht richtig frech und peppig aus und das finde ich auch eine coole Teenie-Karte. Voll schön auch mit dem Kuvert dazu gestaltet. Mit Liebe. Mit Herzchen, die Kreise unterschiedlich ausgeschnitten und dann übereinander gesetzt. Voll cool. Auch eine schöne Teenie-Karte, würde ich sagen, oder? Und der Hintergrund ist auch witzig mit wieder mit diesen Kreisen, mit diesen Blubberblasen. Das macht sich richtig gut. Coole Kartenidee. Also die Kreise, da kann man es, glaube ich, unendlich spielen. Das ist total schön. Und das ist auch eine coole Karte. Und auch hier würde ich fast sagen, dass es auch eine coole Teenie-Karte wäre. Dafür finde ich, braucht man sowieso immer ganz viele Ideen und tut sich nicht so leicht. Und das ist auch total die coole Idee, dass man es rot, grün und einfach bunt vorne gestaltet. Mit Sprenkelchen, Hippe Hurra, so wie so eine kleine Konfettibombe. Also total schön. Und sie hat hier das auch nochmal hinterlegt. Das sieht man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick, dass man da nochmal einen Rahmen hat. Also auch eine total coole Idee. Richtig schöne Karten. Mädels, ich kann nur sagen, ich bin total begeistert von allem, was ihr hier geschickt habt und dass es auch so, so viele Karten geworden sind. Schaut mal her. Boah, also mega cool. Mega viele Karten, mega viel Post. Ich freue mich sehr. Wir spenden das wieder den Teamgeist und ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen und freue mich sehr über eure genialen Ideen und dass ich das zeigen darf. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und ich hoffe auch euch Zuschauern hat es gut gefallen. Es war wieder ganz viel dabei, ganz viel Input, ganz viel kreative Ideen und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal und blende euch jetzt auch gerne noch Videos ein, die ihr weiterschauen könnt. Und ja, wie gesagt, der nächste Teamcast kommt bestimmt und wird auch wieder sehr spannend. Ich freue mich sehr auf eure Ideen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Tschüss.